Heute sind wir mit unseren Heimatgeschichten bei einem echten Unikat. Und in Wildenberg kennt sie jeder. Wir besuchen Maria Schlögel, die sich unglaublich gut mit Pflanzen und Heilkräutern auskennt. Aber vorher geht's ganz hinter in ihren Garten. Und ihr gängt jetzt da voll durch einen sogenannten Permakulturgarten durch. Also ich finde mein Zeug, andere müssen suchen. Aber da wächst jetzt nur der Würsching, die rote Beete, ein bisschen Paprika ist noch da, ein Porridge, den muss ich in den Gurkensalat rein tun. Das ist das, was da so schön blau blüht. Ah, wunderschön. Da haben wir das Franzosenkraut, kann den Spinat draus machen. Und da ist meine Lieblingspflanze auf dem Weg, weil das kann man dann wunderbar mal schnell so schön pflücken. Das ist die Brennnessel? Das ist eine Brennnessel. Wieso langst du die jetzt einfach so an? Weil ich die von unten nach oben nehme und dann brennt es nicht. Ach Mann. Genau. So, und dann nehmen wir uns her noch was mit. Aha. Weil da kann man nämlich ganz viel draus machen, aber das verzeihe ich später. Und weiter geht's an diesen wunderschönen roten Äpfeln vorbei. Anton, du erziehst deine Kinder ganz, ganz schlecht. Muss man ehrlich sagen. So. Da haben wir eine Weindotten, die einzige. Die Frau Erika. Schaut schön aus. Sie schaut schön aus. Weil eine Freundin von mir hat nur bloß zwei gehabt. Eine hat leider den Milan geholt, also die Schwester von ihrer. Aber sie ist nur da. Drum eine Weindotten. Dann haben wir einen Mix. Zum Beispiel die Franzi hier und ihre Schwester, die Barbara. Das waren meine ersten zwei. Die wollen wir 2000. Also die sind jetzt 9 Jahre alt, die beiden. Das war von meiner ersten Naturbrut, von meiner Bertha, die ersten zwei Kinder und von ihren Eiern. Der Rest sind Sulmtaler, die Hellen. Mhm. Wo ist denn eigentlich Charlotte? Charlotte! Wo ist denn die? Warum ist die Charlotte wichtig? Weil die, das da ist Charlotte. Welche? Weil die da? Genau. Weil die ist jetzt schon die Tochter von der Franzi. Aha. Und vom Toni. Wo ist der Toni? Da ist er. Da ist der Toni, genau. So, jetzt gibt's Essen. Auf geht's. Ein bisschen auf Zeiten gehen. So, da sind jetzt Futterflocken drin. Dann ein guter Bio-Getreidemix mit Hirse, Buchweizen. Kartoffeln sehe ich, oder? Und unten drin haben jetzt noch Hähnerkartoffeln. Ah, das sind die kleinen Scheißer. Die wollen ja noch kochen und die kriegen es dann auch. So. Bitteschön. Und nicht wundern, wenn du in deiner Kamera noch andere vier Beine aufnimmst, weil wenn du Hühner hast, hast du auch Ratten. Kannst du doch mal ein paar sehen. Wirklich? Ja, freilich. Warum hat man da auch Ratten, wenn man Hühner hat? Weil du gutes Futter hast. Das sind, Wanderratten, die wissen es. Ja. Die Ratten haben nicht blöd, genauso wenig wie Hähner. Und wenn es euch aufgefallen ist beim Hergehen, wenn ich mit dem Eimer hintergehe, sind Spatzen auch da. Mhm. So, schauen wir mal, ob wir ein Ei gekriegt haben. Ja. Schau an. Also ich kriege momentan 1 bis 2 Eier. Mhm. Es ist halt alles auf mein Kreis zugeschnitten. Darum musst du leider ein bisschen bucken, weil ich gehe unten durch. Ja, das Wurzelgewächs hat Platz. Welcher Vogel brütet im Winter? Ja, es sind lauter Naturburschen, also es sind keine Hybridhähnen. Die legen so im Durchschnitt von 155 bis 160 Eier im Jahr. In ihren ersten 2-3 Jahren. Bei mir dürfen sie, ich habe Auslaufmodelle, bei mir dürfen sie auch ein bisschen länger leben. Außer mir ist ein bisschen nach einem Suppenhuhn. Dann hole ich mir schon eine ältere. Aber ansonsten kriege ich jetzt von den Hennen, die dieses Jahr geschlüpft sind, das sind jetzt eigentlich nur die schwarzen, das sind nämlich Australops. Mhm. Die hellen haben Sulmtaler. Mhm. Und die dunklen, das sind Australops. Und die haben heuer, praktisch jetzt im Oktober, haben die 21 Wochen alt geworden und damit können die dann Eier legen. Also mit 21 Wochen, bei den Hühnern hast du 21 Tage Brutzeit. Und nach 21 Wochen Hans legereif, sagt man. Und mir fallen wieder die roten Äpfel auf. Und ich frage Maria nach der Sorte. Das sind die von der Nachbarin. Weiß ich nicht. Nee, ich weiß, dass Spindelbäumchen sein sollen. Aber mehr nicht.
Ja, weil jetzt sechs zum Beispiel da, die konnten wir jetzt gleich probieren. Jetzt verstecke ich bloß mein Ei. Mhm. Das ist jetzt der Porridge. Ja. Ne? Und da konnte jetzt die Blüten entweder, also weil bei mir blüht ja noch so viel, kannst du einen Blütensalat machen. Oder du probierst jetzt einfach mal die Blüten. Schmeckt, ja? Mhm. Nach was schmeckt es denn? Nach Gurke. Oder was ist genau. Das? Genau. Oder? Schmeckt nach dann, Gurke. Genau. Hat einen gurkigen Geschmack. Mhm. Lecker. Ne? Schön. Und den dann eventuell noch in einen Gurkensalat mit Leid mischt. Gar nicht schaut so super aus dann bestimmt. Mhm. Ja, und ich sage heute den Kindern am liebsten, was man alles essen kann. Mhm. Weiter geht's in Marias Garten. Ja, du nimmst die obersten vier Blätter und von unten nach oben. Aber du schaust, dass du mit den unteren Blättern gar nicht so zusammen, weil die Brennhaare selber, ja, die sind da unten drin. Also an der Unterseite des Blattes? An der Unterseite des Blattes ist das, was sie brennt. Aber du hast es doch jetzt angelangt. Ja, weil von unten nach oben. Ach, weil du in die Richtung unten gehst. Unten zugeht. Ah, also wenn du in die andere, wenn in die andere Richtung, ja, gehst, dann brennt. Ei. Also, ne? Und, wenn man die jetzt pflückt, mhm, ja, so von unten nach. Also wenn ich jetzt so reinlang, ich dachte mal, die brennen am Rand, das ist gar nicht an der Kante. Ist gar also nicht das so. Ist jetzt, genau, da brennen sie nicht. Du, mhm, kommst jetzt nach unten, also du tust da jetzt zum Beispiel an den Ding, das nach unten drücken. Ja. Also schau mal, dass du das besser siehst hier. Nimm mal den da. Ja. Ne? Du nimmst jetzt diese untersten Blätter, weil nach unten, mhm, die ich älteren Blätter. Und dann gehst du da so her und nimmst es und dann streicht man einfach mal so drüber, dass man von unten nach oben, dass man die Brennhaare praktisch so abstreift. Und dann brennst du nicht mehr, wenn du das jetzt so hast. Hast du jetzt brennt? Nein, ich glaube nicht. Ja. Okay. Haben wir wieder was gelernt. Und wenn man gleich was Frisches isst, so wie es ich jetzt gerade gemacht habe, weil ich schiebe mir das immer gleich ins Mai rein. Ne? Weil hast du gerade Brennnessel gegessen? Für mich gibt es ja. Und dann bereitet man das einfach mal so. Aha. Dann kommt das schon erst, dann brennt es auch nicht mehr im Mund drin. Nimm uns einfach ein bisschen was mit. Kann ich das reiben jetzt einfach? Jetzt hat es gebrannt. Beim Reiben? Ja. Habe ich nicht gescheit ausgestrichen. Da hast du jetzt nicht gescheit aufgepasst. Du musst wirklich immer schauen. Hoppala, jetzt haben wir ganz gut ausgerichtet. Doch nicht so einfach. Von unten. Ja, richtig wegstreifen. Richtig wegstreifen. Du tust sie wegstreifen, die Brennhaare. Dass die weg sind. Genau. Ah, so fest habe ich, glaube ich, aber in der Innenseite, wo du nicht hingekommen bist, ist da noch drauf. Jetzt, wenn du schon mal schaust, siehst du das? Mhm. Jetzt haben die Brennhaare umgeknickt. Ja, ja, und dann brennt es nicht mehr. Ich verstehe. Okay, muss ich das, traue ich mich immer jetzt nicht mehr ausprobieren. Von unten nach oben. Mhm. Und gleichzeitig sieht man dann, ob Schädlinge drauf sind, ja, Leis oder sonst irgendwas. Weil normalerweise ist das jetzt wunderbar sauber. Hat jetzt gescheit brennt. Ja. Brauchen wir was dafür? Nein, nein, was müsstest du drauf machen? Spitzwegerich. Spitzwegerich. Jetzt müssen wir bloß schauen, dass wir noch einen finden. Ach, den erkenne ich, glaube ich, auch. Wir haben Rasen gemäht. Aha. Ah ja. Aber ich kenne halt meine Ecken. Ne? Weil da haben wir noch richtig schön, ah, ja, Spitzwegerich. Genau. Siehst du das? Ja, weil es wird hier ganz rot bei und mir. Das ist die Apotheke, Notfallapotheke. Kannst du hernehmen, wenn du Insektenstiche hast. Aha. Und nicht die Küche in der Nähe, kommt dann Spitzwegerich nicht mehr. Und einfach reiben und drauf. Einfach jetzt reiben, mhm, und drauf. Mach einfach in der Hände zu. Ah ja, das ist gut. Ne? So, super. Da hinten ist er. Ah, das ist auch noch schön. So, und jetzt kannst du aus der Brennnessel einen Spinat machen. Du also einfach das kochen. Einfach jetzt, mhm, so wie es dann. Ne? Blanchieren. Mhm. Im Frühjahr noch einen Giersch mit rein, mhm, und einen richtigen Spinat. Und dann passiert das, was mit meinem Mo passiert ist. Kommen Gäste. Du, Maria, in deinem Spinat, da ist doch mehr drin wie nur Spinat. Aha. Dann schaut mir mein Mo schon an. Mhm. Dann sage ich, ja, da ist noch Giersch und Brennnessel drin. Dann klappt der so komisch mit den Ohren. Dann sage ich, du brauchst dich jetzt nicht beschweren, das isst du schon immer. Na, das sind so die Sachen. So, das kannst du mit den größeren Blättern, die kannst du jetzt auf ein Backblech legen. Jetzt, wenn wir ein Ei kurz hätten, kann das eigentlich gleich machen. Ne? Du legst die einfach auf ein Backblech. Ja. Oh, Wolfi, geh mir auf die Seiten.
Dann mach's schnell so. Ich kann es jetzt nicht machen, weil ich die legst du jetzt einfach da so drauf. Schaust, dass der Ofen so 200 Grad hat. Ja. Und du hast die noch ein bisschen salzen. Dann. Und dann hast du Brennnesselchips. Echt? Das ist fast so ähnlich, wie wenn du jetzt da die Brennnessel. Aber das schmeckt dann lecker. Also, das ist der Hit bei den Naturerlebnistagen mit den Kids. Ja. Am offenen Feuer mit meiner Pfanne. Weil das kann man auch in der Pfanne mal schnell machen. Und Maria, was hast du denn hier oben? Darf ich das mal runterheben? Ja, das ist der Sellerie. Sellerie? Das ist jetzt der geerntete, weil wir kriegen jetzt einen Frost. Nein. Nee, wir kriegen jetzt dann einen Frost. Und dann ist das so, dass mit dem Frost auch der Sellerie kaputt geht. Also tue ich die schneiden. Also es waren keine riesen Scheiben, es war ausgefüllt, so groß waren die. Nee, und jetzt kannst du, wenn ich jetzt eine Suppe mache, hole ich mir da meine Karotten runter. Ne? Karotten, getrockneter Sellerie, Pastinaken und der Lauch, der ist noch unten. Den habe ich da unten, wo wir reingegangen sind, da liegt der Decken drüber. Ja. Da ist der Lauch. Otto, mach du einen Sellerie? Das glaube ich nicht, du bist kein Vegetarier. Wenn du jetzt das einmal anklangst, das ist noch quatschig. Ja. Und jetzt werden wir da mal einen Sellerie runterholen. Ne? Und das kommt halt auch in das Würzel rein. Ne? In deinen Kräuter. So, so trocken muss das werden, dass du das richtig brechen kannst. Nein. Ne? Riecht gut nach Sellerie. Ja. Also Maria, super. Und ich mache mal Paprika auch selber. Und meine, das sind jetzt zum Beispiel getrocknete Tomaten. Die Paprika, den finde ich jetzt nicht, aber die getrockneten Tomaten. Oh, sorry. Entschuldigung, ich stehe auf die. Oh, riecht das gut. Ja? Ne? Alles hier aus dem Garten? Alles aus dem Garten. Ja, Maria, toll. Ay, Wahnsinn, da könnte ich mich jetzt hier noch ein bisschen durchforschen bei dir. Danke, dass wir dich besuchen durften. Gerne. Total spannend, dass du da noch so ein großes Wissen hast. Ihr habt bloß Glück gehabt, weil ich mich nicht so gut kenne. Also, wenn sie einfach bloß so hochgerufen hätte. Hätte man nicht kommen dürfen. Hätte ich euch nicht eingeladen. Danke, Maria. Gerne. Das war's aus Wildenberg. Wieder schauen. Okay. Servus. Servus.